aber uns irgendwann. Höchstwahrscheinlich. Irgendeine Idee, was mit Hawkins los ist? Nun, als Schiffsarzt bin ich stets besorgt um die Gesundheit der Mannschaft. Die Symptome, die bei Hawkins auftreten, entsprechen nicht denen einer gewöhnlichen Tropenkrankheit. Mein vorläufiger Befund würde eher in Richtung einer Identitätsstörung deuten. Und das heißt? Einfach ausgedrückt, er ist nicht er selbst. Okay, das habe ich verstanden. Ich dachte, jetzt kommt sowas. Einfach ausgedrückt, er ist Plemplem. Schon mal so eine Blume gesehen? Zappalot, eine Centauria cyanus. Ein derart anmutendes Exemplar habe ich selten gesehen. Da ist wohl ein Vermerk in meinen Notizen fällig. Normalerweise würde ich euch bitten, mir das gute Stück zu überlassen. Doch leider reicht meine Zeit nicht, eine weitere Pflanzengattung zu analysieren. Nun ja, ein anderes Mal. Hab dennoch vielen Dank. So, Ruhm. Plus 30 immerhin. Was kann der uns beibringen? Kannst du mir etwas beibringen? Ob ich dich etwas lehren kann? Da bin ich mir fast sicher. Silberzunge lernen. Ja, das ist eigentlich ganz gut. Das ist eigentlich auch ganz gut. Niemand kann dich übers Ohr hauen. Krämer lernen, das machen wir mal. Dafür bin ich nicht gut genug. Oh, verdammt. Wir hätten ein bisschen mehr List skillen sollen. Tränke bauen, Alchemie lernen, brauche ich nicht. Ritual als Silberzunge, können wir das? List 15 müssten wir doch können, oder? Ich bin noch nicht gut genug. Nein, auch nicht. Damn. Muss ich mal gleich gucken. C-Character, List. Oh, wir sind ja ganz schlecht in List. Beeinflusst den Schaden von Wurfstöcken, Pistolen und Armbrüsten. 500, das könnten wir aber mal lernen. So auf 20 ist eigentlich nicht verkehrt, würde ich sagen. Geist, einfach die Wirkung von Tränken. Ja, das passt. So, dann können wir es aber jetzt bestimmt lernen. Silberzunge lernen. Wie kann ich Leute in Gesprächen von meiner Meinung überzeugen? Da hast du dir aber ein schwieriges Thema ausgesucht. Wenn du es schaffst, dass dein Gegenüber glaubt, deine Idee wäre seine eigene, dann hast du geschafft, was du willst. Am besten erreichst du das durch gezielte Fragestellungen. Stelle deine Frage so, dass dein Gegenüber nur eine Wahl hat, diese Frage zu beantworten. Dann glaubt er, er wäre selbst auf die Antwort gekommen. Ah. Wir könnten das nochmal steigern, Silberzunge. Krämer machen wir auch mal. Zeig mir, wie ich beim Handeln mehr rausschlagen kann. Gerne doch! Ach, das war's schon. Gerne doch! Und gut. Na gut. Okay, ich würde sagen, das müsste für den Anfang eigentlich reichen. War der andere zum Handeln hier oben? Nee. Wo war denn der? War der hier hinten? Ach, ich glaube, der war hier hinten. Nee, der war er auch nicht. So, Truhe war leer. Geheimnisse hatten wir schon gelesen. Alles. Alles Paletti. Wem hatten wir denn das ganze Zeug vertickt? Stand doch immer jemand drin, das war aber nicht der, oder? Können wir dem eigentlich auch handeln? Oder nicht? Ich werde dich besser nicht aus den Augen lassen. Nee. Geht nicht. Wir hatten hier jemanden was vertickt. Ziemlich viel. Dem Wasserträger mit Sicherheit nicht. Dem auch nicht. Was? Dem auch nicht. Was ich von den Zeichen der Nacht halte. Dem Boost glaube ich weniger. Dieser verfluchte Harry. Ja, das ist alles, was er sagen kann. Buddy. Was kannst du verkaufen? Was kannst du verkaufen? So, Machete, Dietrich, nee. Das bringt uns nichts an der Stelle. Hatten wir jetzt hier jemanden von schon hier mal vertickt? Blick in Cunninghams Taschendiebstahl, 60 von 80, verdammt. Lass uns handeln. Lass uns handeln. Gut. So, was hat denn der alles? Der hat Haufen Scheiß. Ich glaube, dem haben wir alles verkauft. Silberbecher. 23. Kaufen wir mal 5 ab. Silberteller 5. Silberne Karaffe 5. So, Pokal. Kann man gut verkaufen. Ja, aber ich weiß nicht, ob der Silber ist. Da steht ja nichts mit Silber dabei. Dem hatten wir also alles vertickt hier. Was? Trotzdem verlassen? Dein Handel ist nicht abgeschlossen. Nein. Ach, da, Handel akzeptieren erstmal. Okay.
Okay. So, Harry. Nee. Oh, das stimmt, mit dem wollte ich mal reden. Nee. Was kannst du verkaufen? Was kannst du verkaufen? Ich glaube, mit dem können wir nicht mehr reden. Na, oh, Kopftücher hier, so ein Mist. Wer braucht denn das schon? Hat der nicht wenigstens gescheite Sachen? Plus 10, plus 0 bringt das alles. 10 haben wir schon. Nee, von dem können wir nichts Gescheites kaufen. Dann nix wie weg. Echt? Verkaufen wir dem da hinten unser Silber, oder was? Der hier? Red? Mach, dass du Land. Ah, das war der nicht. Dann was der hier? Colby. Ich habe hier etwas Tafelsilber. Ich habe hier etwas Tafelsilber. So, ein Silberpokal. Danke. 80 Gold. Noch ein Silberpokal. Danke. Silberpokal. Danke. Ja, und die haben sie. Danke. Für 23 gekauft. Danke. Silberteller. Danke. Auch 80. Danke. 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 So. Danke. Danke. Danke, 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 danke. Was kannst du uns noch beibringen? Ich will etwas lernen. Was willst du wissen? Klingentänzer lernen. Nahkampf 50. Finger. Nee, das lassen wir mal sein. Eine gescheite Waffe können wir gar nicht kaufen irgendwie. So blöd. C, was haben wir jetzt für Gold? 3715. Das ist schon was. Fingerfertigkeit haben wir 50. Nahkampf könnten wir eigentlich mal auf 50 bringen. Jetzt könnten wir vielleicht das mit der Klinge lernen auch. Ja, das machen wir mal. Klingentänzer. Ich will etwas. Was will. Kommt drauf an, was uns das bringt. Deine Angriffe prasseln blitzartig auf den Gegner nieder. Deine Angriffsgeschwindigkeit verbessert sich. Das ist eigentlich ganz gut. Ich möchte schnellere Attacken ausführen können. Schlag einfach schneller zu. Nein, im Ernst. Das Schwierigste ist es, den Schwung nicht zu verlieren. Wenn du dich in einen Schlag legst, dann versuch, den Schwung zu halten. Nutzt diesen Schwung, um direkt eine weitere Attacke auszuführen. Super, du bist unser Held. Das hätte ich nicht gedacht, dass das so einfach geht. Wie kommen wir denn jetzt am besten da lang? Dahin, dann können wir den Weg da lang laufen. Genau, dann laufen wir jetzt mal den anderen Weg zu den Kieler. Natürlich kann ich etwas lesen, Idiot. Unüblicher Weg, sag ich mal. Einen neuen Weg für uns, ganz einfach. So, vielleicht sollten wir auch mal einen neuen Spielstand anlegen. Das wäre eigentlich nicht verkehrt. Nehme ich mal den und überschreibe den. Zack, Spielstand erstellt. Dann kann ja nichts mehr schief gehen mit uns. So, und dann laufen wir mal hier durch die Pampa. Da haben wir noch eine Markibäre. Ah, da können wir gleich unsere Angriffe ausprobieren bei dem Affen. Krallenaffe. Zack. Zack. Ja, jetzt sind wir ja richtig schnell in Sachen Angriff. Zack. Jawoll. Zack. Wow. Yeah. Erledigt. Jawoll. Boah. Jetzt sind die Toten ja nur so geprasselt hier. Schon nicht schlecht. Schon nicht schlecht. Da können wir uns überhaupt nicht beschweren. Also da haben wir jetzt uns wirklich ins Zeug gelegt. Das hat sich gelohnt, finde ich, Klingentänzer. Ich wollte eigentlich nie mit Klingen so richtig arbeiten, aber es macht doch viel Spaß, weil man mit denen halt schon von Anfang an kämpft. Am meisten kämpft auch. Bevor man überhaupt mal zur Magie kommt. So. Er bräuchte nur mal noch eine stärkere Klinge eigentlich. Dann könnte man durchaus auch sich auf Klingen spezialisieren. So, wer ist denn das hier? Was ist denn hier los? Äffchen, Äffchen, Äffchen. Wasserträger. Borbo. Uwamba. Scheiße. Oh, mein Kopf. Karak. Was machst du hier so nah bei den Piraten? Gucho spricht von den Piraten. Gucho ist kein Pirat? Nein, ich gehöre nicht zu denen. Das heißt, du waren auch noch nicht bei uns, Kieler? Doch, war ich. Langsam könntest du mir meine Frage mal beantworten. Was Bobo hier bei Piraten wollte? Bobo wollte wissen, ob Piraten eine Gefahr oder nicht. Habe sie beobachtet, aber dann hat Bobo Durst bekommen.
Das verdorbene Wasser hat gebrannt. Hab es trotzdem getrunken. War nicht beste Idee, die Bobo jemals hatte. Was du da getrunken hast, war Schnaps. Schnaps? Haben Piraten Bobo vergiftet? Die Piraten trinken das zum Spaß. Piraten, komischer Gutschuss. Bobo will nach Hause. Ja, kein Problem. Ich nehme den restlichen Fusel besser an mich. Schie. Böses Wasser schlecht für Bobos Magen. Selbst die Pflanzen mögen es nicht. Nimm, Gucho. So, zweimal Fusel. Immerhin. Ich könnte dich zu den Eingeborenen begleiten. Ah ja, du warst ja schon mal in Campa de Kila. Bobo nicht mehr richtig in der Lage, sich selbst zu beschützen. Wäre sehr dankbar, wenn du ihn bringen könntest. So, dann lass uns zum Lager laufen. Lass uns zum Lager der Kila aufbrechen. Gut, gut. Du musst wissen, dass viele Spinnen auf Kila unterwegs. Diese Tage sind gefährlich. Bobo froh, dass Gucho ihn begleitet. So, dann Bobo froh seid. So, können wir das denn nicht aufsammeln? Nee, nicht den Fusel mitnehmen. Geht. Oh, da liegt ja noch mehr Fusel. Den nehmen wir am besten auch an uns. Gehen wir. So, das hier sind die normalen Wasserträger. Mit den brauchen wir nicht zu quatschen. Ja, jetzt sollen wir mitkommen. Ich dachte, sollen wir begleiten. Gehen wir. So, hier ist ein Papagei. Wir bleiben zusammen, Hoshi. Papageienspruchrollen haben wir aber ja genug. Aber Moment, hier ist ein Affe, ein Gorilla. Den will ich platt machen. Ta. Wow. Das ist ein bisschen Proviant. Zack. Wow. Der geht ja ab, ey. Mann. Sorry. Sorry, Wasserträger. Sorry. Eieieiei. Ich dachte jetzt... haben wir ein Schwein gehabt. Ich dachte jetzt, müssen wir auch noch gegen den Wasserträger kämpfen. Gehen wir. Aus dem eins reingezwiebelt haben. Karaka, das ganze Gelaufe macht mich drehen im Kopf. Was im Namen der Hike macht ihr Gutschuss mit euren Köpfen? Ich fühle mich wie von Horde Gorillas gegessen und ausgeschieden. Was sind die Hike? Hike sind die Geister unserer Ahnen. Sie sorgen dafür, dass Bobo bestraft wird. Sie bestrafen mich dafür, dass ich heimlich beobachtet habe andere Menschen. Sie bestraften mich mit dem, was du nennst, Schnaps. Du packst das schon. Lass uns weitergehen. Puh, wird noch schwerer Marsch. Na gut. Zeig mir sein Blut! Oh Gott, und hier kommen auch die Spinnen. Wow, sorry. Schon wieder Dinger. oh Mann. So. Ich glaube, der Wasserträger sollte sich besser lieber verpissen hier. Sonst kriegt er noch mehr mit dem Schwert und sonst ist irgendwann mal auszusehen der Kopf ab. Das könnte mir durchaus passieren, so wie ich mich kenne. So, nicht da lang? Na gut. Scharfauge. Nehmen wir mit. Wir bleiben zusammen, Hoshi. Hoshi. Halt, Markibeere, die möchte ich haben. Das Proviant für mich. Hau. Gehen wir. Dies ist Wasserstelle der Kila. Bobo muss machen Pause. Quatsch nicht, lassen weitergehen. Na gut. Okay, machen wir eine Pause. Sag Bobo einfach Bescheid, wenn du weiter möchtest. Ich glaube, der Typ hängt uns gleich im Stehen ein. Du weißt ja, ein Arschtritt kann manchmal Wunder wirken. Zu viel Palaver und zu wenig Schlaf. Bobo liebt Pausen. Dann machen wir weiter. Lass uns weitergehen. Na gut, auch wenn Bobos Füße nicht mehr wollen. Du jammerst ganz schön viel. Schon gut. Bobo hält seinen Mund. Gehen wir. Dann ab, sind wir bald da.
Wir waren ja schon ein paar Mal da, also wir kennen uns da aus. Und wir können uns auch als Äffchen verwandeln für den Quest des Gnomes, fällt mir gerade wieder ein. Dafür brauchten wir ja den Äffchen-Skill. So, und da oben müssen wir, glaube ich, hin mit dem Papageienflug, weil da ist keine Brücke hin, wo das Gebäude steht. Da müssen wir hinfliegen. Da können wir aber vielleicht von oben aus mal rüberfliegen. Von irgendwo oben. Von da oben vielleicht. Weil da ist die Brücke ja kaputt. Bobo. Müde. Mensch, Bobo. Bobo. Wie? Nix müde. Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Gucho ist gemein. Ja, aber bald da in Lage der Killer. Bobo, ein starker Tufer. Ich werde es schaffen. Na dann. Auf geht's. Hör auf mit Jammern. Meine Güte. Oh, jetzt muss ich gleich niesen eigentlich. Oder doch nicht? Im Moment nicht. Ja, ich muss zuschlagen und der weicht aus hier. Rennt weg. Hat die Hose gestrichen, vollgeschissen. Raka, raka, karaka. Das war's mit dem. So. War ja kein. Keine Panik. Es war ja alles total easy hier. Komm mit mir, Gucho. Ja, mach keine Hektik. Ich bin fit hier. Und du? So, ach, von hier waren wir noch gar nicht reingegangen. Wer bist du denn, Kamil? Wir sind da. Dieses Lager der Killer. Bobo, jetzt gehen schlafen.